Wie sollte man einen Meditationsraum gestalten? Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Vortrag. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Angenommen, du hast ein größeres Haus, du wohnst mit mehreren Menschen da drin, dann hast du vielleicht einen Raum, den du zum Meditationsraum machen willst. Oder angenommen, du hast ein Yoga-Zentrum oder ein spirituelles Zentrum und du hast einen Raum, den du zum Meditationsraum machen willst. Wie solltest du ihn gestalten? Dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Der wichtigste Teil eines Meditationsraumes ist natürlich der Altar. Und angenommen, du schaust jetzt diesen Vortrag als Video an, dann siehst du gerade hinter mir einen Altar, nämlich den Altar im Shivananda-Saal. Wie sollte ein Altar sein? In unserer Tradition, der Yoga-Vidya-Tradition, sagen wir, der Altar sollte symmetrisch sein. In der Mitte des Altars ist eine Hauptmurti und dann links und rechts gibt es dann zwei weitere Murtis und oft dann vor der Hauptmurti noch eine kleinere Murti. Murti ist eine Götterfigur. Normalerweise ist der Altar im Meditationsraum bei Yoga Vidya bestehend aus einer Murti für Shiva, einer Murti für einen Vishnu-Aspekt, also Vishnu, Rama oder Krishna, und einen Aspekt der göttlichen Mutter, zum Beispiel Durga, Lakshmi, Saraswati. Manchmal kann man auch sagen, dass einer der Aspekte oder eine Murti mehrere verkörpert. Hier siehst du zum Beispiel auch noch einen kleinen Krishna vor der Saraswati. Gut, dann ist es auch gut, die Bilder der Meister auch zu haben, zum Beispiel Swami Shivananda und Swami Vishnu Devananda. Und wenn du christlich orientiert bist, könntest du noch ein Bild von Jesus dort haben. Dann gilt es, auf dem Altar eine Kerze oder Öllampe zu haben. So hast du den idealen Altar. Dann wäre es wichtig, im Meditationsraum auch jeden Tag zu meditieren. So lädt sich der Altar auf. Vielleicht machst du ein Arati oder ein anderes spirituelles Ritual, mit dem du die Murtis und den Meditationsraum aufladen kannst mit spiritueller Kraft. Ein Meditationsraum, in dem nicht meditiert wird, der wird auch die Kraft nicht so gut aufspeichern können. Ansonsten gilt natürlich für einen Meditationsraum, dass er sauber sein sollte, möglichst wenig sonstige Möbel. Man würde vielleicht auch nicht zu viele Bücher reintun. Im Meditationsraum kann man entweder auf dem Boden sitzen, dann eignet sich besonders ein Teppichboden. Manche Meditationsräume haben auch ein paar Stühle und dann sollte das alles irgendwo harmonisch sein. Es ist gut, einen Meditationsraum in seinem Haus zu haben. Das kann wie das spirituelle Zentrum sein, wo sich Kraft auflädt, die dann in das ganze Haus sich ausstrahlt. Es ist gut, wenn du nur eine kleine Wohnung hast, mindestens eine Meditationsecke zu haben. Und wenn du ein Yoga-Zentrum hast, ist es immer gut, entweder einen der Yoga-Räume zum Meditationsraum zu deklarieren. Du kannst ja auch im Meditationsraum Hatha-Yoga unterrichten oder einen kleineren Raum zum Meditationsraum zu machen, wo mindestens du meditierst und vielleicht kleinere Meditationskurse gibst. Ah ja, natürlich ist es hilfreich, wenn du einen Meditationsraum einrichtest, ihn feierlich einzuweihen, zum Beispiel mit einer Puja, mit einer Homa. Damit wird der Meditationsraum mit spiritueller Kraft gefüllt. Du könntest auch jemanden einladen, der bei Yoga Vidya eine indische Rituale-Ausbildung mitgemacht hat. Der weiß dann, wie man einen Meditationsraum gut einweiht, um wirklich die spirituelle Kraft dort zu manifestieren, spürbar zu machen.